Okay, mal schauen, ob das geht. Ja, wir spielen mal ein älteres Let's Play. Ein ganz alt. 2003 Killswitch, noch nie gespielt. Auf der PS2. Initiiere Datenfluss. Das Bild ist nicht perfekt. Ich habe es mit dem Kind angeschlossen, um aufzunehmen. Ich habe zwar so ein HDMI-Gerät gekauft, aber es hat nicht funktioniert so komplett. Dieses Programm wurde entwickelt, um die Kompatibilität der neuralen Verbindung zwischen der einen. Trainingssimulator. Dachte, ich würde mit einem Profi arbeiten. Sie sind nur ein Mensch. Wozu brauchen Sie mich dann? Sie werden Ihr Talent in einer völlig anderen Weise einsetzen, als Sie erwarten. Das erklärt den komplizierten Aufbau. Ein Vorgeschmack darauf, was Sie erwartet. Die Spielregeln werden sich ändern. Die Technologie, die Sie verwenden werden, ist ein Prototyp. Wenn Sie damit klarkommen, das heißt, Sie kontrollieren können, haben Sie den Job. Lassen wir die Party steigen. Okay, jetzt zuerst mal rüber reinkommen. Keine Ahnung, das ist schwierig. Ja, für Ziele geht nicht. Oh shit, mit Rechtsstick. Nein. Rechts 2 ist nachladen, rechts 1 ist schiessen. Zielen und feuern. Positionieren Sie das Fadenkreuz über dem Ziel. Feuern. Bemerken Sie den Rückstoß? Also, wow. Verwenden Sie kurz kontrollierte Feuerstöße. Das ist jetzt noch eine Einstellung. Wenn Sie den Rückstoß zu nachziehen, werden Sie an die Decke schießen. Versuchen Sie, diese Ziele zu zerstören. Okay, hey, schiessen. Zum nächsten Bereich. Jetzt empfindlich für mich. Granaten werfen. Mal sehen, wie gut Sie mit einer Granate umgehen können. Versuchen Sie, in jedem Behälter eine einzelne Granate zu werfen. Wenn Ihnen die Granaten ausgehen, finden Sie auf dem Tisch weitere. Sie können Granaten über weite Distanzen werfen. Sie können sie direkt vor sich werfen. Manche Granaten haben einen Tötungsradius von 8 Metern. Das ist drüber. Das ist davor, ne? Das ist drüber. Und der davor. Oh, das wird ja heiter. Da wieder der Hinger. Ich bin ganz sicher, ich denke, die fliegt nicht immer gleich weit. Wenn ich kürzer drücke, fliegt sie weiter. Hey. Hui, habe ich es im Griff. Hoffentlich kommen da noch ein bisschen rein. Nee. Du kommst da weiter wirf. Nein, das ist der nächste. Ich mag gar nicht her. So. Nicht? Hallo? Aber der ist doch rein. Der ist doch nicht lang geflogen. Komisch, dass der nicht immer gleich fliegt. Ich muss jetzt mal mega hoch zielen, weil es. Der ist doch rein jetzt, oder?
Hä? Aber wahrscheinlich bin ich fertig, oder? Ich denke, ich habe es schon lange geschafft. Sorry. Sie müssen im Feld eventuell mit diversen Dingen interagieren. Beispiel: stationäre Waffen des Feindes. Der Geschützturm vor Ihnen. Schalten Sie damit die Ziele aus. Zum nächsten Bereich. Ich muss gar nicht. Mit dem Kabel sehe ich nicht so viel auf Distanz. Schlagen Sie sich bis zum Ende durch. Erledigen Sie so viele Ziele wie möglich, bevor die Zeit abläuft. Uiuiui, muss das etwas unempfindlicher einstellen. Ist jetzt empfindlich eingestellt. Die bei der Controller nicht so gut. Sie sollten das noch besser können. Gehen Sie weiter zum nächsten Bereich. Sie ist nicht zufrieden. Wir werden jetzt messen, wie viele Ziele Sie zerstören können, während Sie sie umkreisen. Sie haben 15 Sekunden. Scheiße. Mittelmäßigkeit ist das, was einen guten Soldaten von einem Toten unterscheidet. Seien Sie im Feld besser. Weiter zum nächsten Bereich. Merci. Einige Ihrer Waffen haben ein Fernrohr oder Zoom-Funktionen. Nicht vergessen, Sie brauchen freie Sicht auf ein Ziel, um es erkennen zu können. Aber das wissen Sie ja. Ja. Ah, nur Kopfschüsse zählen, das hat doch mal was. Ich hab's da zählt. Kann ich dann auch. Zum nächsten Bereich. Okay. Willkommen beim Expertenparcours. Der Parcours wurde entworfen, um zu verdeutlichen, was gerne vergessen wird. Die Einsatzkräfte sind nicht übermenschlich. Kugeln können töten. Halten Sie in Deckung aus. Links Eisen, ne? So vorne schauen. Wow, das ist pixelig. Mit dem scheiß Kabel ist eigentlich nur... Ja, lustig werden mit dem Pixel. Jetzt wieder zurück.
Vorrat gemacht. Im Feld kann die Umgebung zu Ihrem Vorteil eingesetzt werden. Nutzen Sie das Gelände. Suchen Sie Deckung. Zielen Sie. Stürmen Sie. Denken Sie daran und Sie werden Erfolg haben. Und jetzt? Ist bei Ihnen soweit alles in Ordnung? Bin ich ein Spieler? Sagen Sie mir das. Sie sitzen an der Steuerung. Könnte mich dran gewöhnen. Und damit meine ich, wir sind gut. Das wollte ich hören. Glückwunsch. Sie haben den Job. Willkommen in der Zukunft. Yeah, mein Job. Speichern. Sag meinen Namen. Ich habe ihn lokalisiert. Das Signal ist ziemlich schwach. Ich lade den Störsender hoch. Verdammt. Ich verliere die Verbindung. Initiiere Datenfluss. Basis, hier Kontrolle. Bin in Position. Hören Sie mich? Laut und deutlich. Optik und Akustikempfang sind gut. Irgendwelche Probleme auf Ihrer Seite? Von Zeit zu Zeit brummt mein Schädel etwas. Wohl die neurale Verbindung. Das müsste sich geben. Wir sehen uns das trotzdem an, wenn Sie zurück sind. Also an die Arbeit. Finden Sie den General. Er muss erst noch überzeugt werden. Wollen Sie, dass ich etwas deutlicher werde? Ihre Aktionen werden für sich sprechen. Übertrage jetzt die Befehle. Zeit, mit der Action zu beginnen. Ja. Was soll das eigentlich, das Spiel? Ganz verstanden, um was es da geht. Also, storytechnisch. Ich bin irgendein Spieler. Wow! Das ist jetzt etwas von Parkour. Treffen Hure. Killt mich da Bär. Ich ja gar nichts, wenn ich dafür schieße. Schiessen sie da der Twentür oder so? Was für sie? Ja, da oben sieht man. Ausgeht. Von der Hand.
andere Waffe. Da bin ich auch ursprünglich. Da geht es sicher weiter da. Königsbedürftig. Dich drehen gar nicht so abschießen. Akkumunition. Die Nummer 4 Schuss, oder? Das ist ihm zu einem Schrott. Abschießen. Keine Ahnung. Was ich mit denen zu tun habe. Abschießen oder so. Hä? Komisches Spiel. Kontrolle hier Basis. Kleine Planänderung. Unser Freund möchte trotz ihrer Bemühungen aus der Abmachung aussteigen. Schätze, er war nicht allzu beeindruckt.
Sein Problem. Ich gebe selten eine zweite Chance. Er ist in der Nähe Ihrer Position. Kümmern Sie sich um ihn. Kein Problem damit. Detailarmigegenden. Boah, dann haben wir die halbe Energie weg. Nicht knapp, shit. Ganz Tankgranate schmeißen. Das ist so wohl nicht. Handgranate habe ich integriert. Das ist so, das ist Ducke. Okay, ich habe nicht mehr in die Handgranate geschossen. Wahrscheinlich habe ich gar keine. Sound ist schon voll schräg. Oh, jetzt habe ich es gefunden, wieder vier. Nein! Das ist ja... Zum Verzweifeln. Nein! Das sind nur noch Flashbangs. Genau. Spiel noch ein bisschen mehr hergeben. Stark,
zum Boden, aber schon nichts. Ui. Ich kann nicht an die Wand herstellen. Da macht er einfach eine Rolle. Oh, geht's jetzt. Los, obwohl ich es nicht will. Komisches Spiel. Sound. Sound ist das Schlimmste im ganzen Spiel. Da ist die Steuerung clumsy. Basis, hier Kontrolle. Das Ziel wurde eliminiert. Und das Paket? Kein Problem mehr, Basis. Gute Arbeit. Begeben Sie sich zum Abtransport. Was für ein Paket und warum?